Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mikes Meinung. Bevor das Video startet, wollte ich euch mir erst einmal meinen Dank aussprechen bezüglich des FAQs. Ich blende euch hier mal ein paar Daten ein. Ich bin einfach nur noch baff und sage an dieser Stelle auch nochmal Dankeschön. Heute haben wir das Thema Daniel Ricciardo und McLaren, denn ihr habt es anhand des Titels schon gesehen. Ist 2022 Ricciardos letzte Saison bei McLaren? Ich würde sagen, fangen wir ganz von vorne an. Im Mai 2020 wurde bekannt, dass Daniel Ricciardo zur Saison 2021 Renault verlässt und bei McLaren unterkommt, um dort Carlos Sainz zu ersetzen. Der wiederum ging ja zu Ferrari, um dort Sebastian Vettel zu ersetzen. Den Rest kennt ihr ja alle, das brauche ich euch nicht zu sagen. Aber eine Sache haben 2021 und 2022 bisher gemeinsam, denn bei ihm läuft es nicht. Das muss man ganz knallhart mal so sagen. Und ich habe sogar ein paar Daten für euch vorbereitet, die ich euch jetzt mal zeige. 2021 hatte Daniel Ricciardo nach 7 Rennen 34 Punkte auf seinem Konto. Aktuell hat er nur 11. Zum Vergleich, Norris hat jetzt 48, was mehr als das Vierfache ist. Im Bereich Teamduelle sieht es wie folgt aus. Im Qualifying steht es 1:6 aus Sicht des Australiers, denn nur im Spanien Grand Prix war er besser als Norris. Und was die Rennen angeht, steht es aus Sicht des Australiers nämlich 2:5. Nur in den Grand Prix von Bahrain und Miami war er schneller als sein Teammate. 2021 hat er 115 Punkte gesammelt, plus den Sieg in Monza. Dennoch kam er nicht an Norris heran, der hat nämlich 160 Punkte. 2021 und 2022 haben bisher auch noch was gemeinsam, und zwar fühlt er sich in dem Auto einfach nicht wohl. Bisher wurde er von der Teamführung von McLaren immer in Schutz genommen, aber jetzt hat McLaren CEO Zak Brown erstmals Kritik geäußert. Bis auf den Sieg in Monza war es leider eine Enttäuschung. Die Erwartungen wurden nicht erfüllt und Daniel sollte eigentlich viel näher an Lando wegen dem teaminternen Kampf herankommen, was er bis jetzt leider nicht tut. In der Pressemitteilung zur Saison 2021 wurde auch bekannt, dass Daniel Ricciardo einen Mehrjahresvertrag unterzeichnet hat. Das Folgende, was ich jetzt sage, ist Spekulation. Angeblich hat er gar keinen Mehrjahresvertrag, also 3 Jahre, sondern einen 2-Jahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Es gibt Mechanismen im Vertrag, also sowas wie Klauseln, und da möchte ich mal Zak Brown gegenüber motorsport.com mal zitieren. Er sagte nämlich: "Ich möchte mich nicht auf den Vertrag einlassen, aber es gibt Mechanismen, mit denen wir uns gegenseitig verpflichten und Mechanismen, mit denen wir es nicht tun." Klingt auf jeden Fall ziemlich ernst. Oder was meint ihr? Zum Abschluss des Videos habe ich noch 2 wichtige Fragen an euch, liebe Community. Und zwar, wenn Daniel Ricciardo 2023 von McLaren vor die Tür gesetzt wird, wo könnte Daniel Ricciardo denn überhaupt hingehen? Aber viel wichtiger ist die Frage, wer könnte denn sein Nachfolger werden? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, ich bin gerne bereit, eure Fragen zu beantworten. Meine persönliche Meinung sieht wie folgt aus: Wenn Daniel Ricciardo bis zur Sommerpause sich nicht stark verbessert, könnte es wirklich so sein, dass er für die Saison 2023 kein Stammcockpit bei McLaren bekommt. Wer sein Nachfolger werden könnte, ist schwierig. Also Pato O'Ward wird es definitiv nicht, der hat vor kurzem erst seinen Vertrag bei der IndyCar Series um 3 weitere Jahre bei dem McLaren-Team verlängert. Aktuell würde mir jetzt vielleicht nur Colton Herta einfallen, alles andere weiß ich bisher noch nicht, aber wie gesagt, schreibt mir eure Meinung gerne dazu unten in die Kommentarsektion. So, liebe Community, das soll es mit der Mikes Meinungsfolge gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Wenn ihr mich noch weiterhin supporten wollt, könnt ihr mir ja auch gerne auf Twitch folgen, Link ganz oben in der Videobeschreibung, da bin ich mehrmals die Woche. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Video und ciao.